Guten Morgen, liebe Leute, meine Damen und Herren. Neues Vlog, Nummer 3. Egal, Nummer 3. Haben wir neue Themen. Aber zuerst, ich muss mich umziehen und Kaffee machen. Wir sehen uns gleich. Guten Tag, liebe Freunde, neues Vlog Nummer 3. So, Kaffee hier, Kamera da, Licht, Licht, Licht. Kann man anfangen. So, habt ihr das alles gesehen? Geil, ne? Das könnt ihr auch machen, ist nicht so kompliziert. So, heute, ich sag euch, wie war's. An mein erstes Fotoshooting, also ich war nicht Model, ich bin nicht so hübsch und fotogenisch. Das war meine Schwägerin, wer hat noch nicht gesehen, auf meinem Instagram in Highlights könnt ihr das ansehen. Jetzt sofort. Instagram, like, follow. Hier unten, subscribe. Oder nicht, ist egal. So. Ich rede jetzt über meine Ausrüstung, was ich alles benutzt habe für diesen Pro-Fotoshooting. So, ich hab's gehabt. Ich habe zwei neue Lichter. Das habe ich über Amazon gekauft. Das ist für 40 Euro zwei Stück. Aber die haben vier Lichtbirnen drin. Das ist schon was. Mit einer Lichtbirne, da kriegst du nicht so gutes Licht. Also, eins ist da. Mein Homemade ist hier und andere ist in Tasche, braucht man nicht, eins ist genug und 10 Euro Action Lampe, ja, so, die benutze ich nicht mehr, brauchst nicht, ist zu gelb, ja, ich habe diese zwei Lichter benutzt und meine Torte Licht, das sind wie Best Life oder sowas. Ja, wie gesagt, Amazon für 44 Euro. Extra. Gut. Mega. Geil. Guck dir mal an, wenn du interessiert ist. Wenn nicht, gemischt dann wieder. So. Hintergrund war eine Bettlage. Sehr, sehr teuer. Das sieht man, dass es nicht so ordentlich aussieht, aber es geht nicht. Oder ich weiß nicht wie. Deswegen habe ich bestellt einen Hintergrund. Ich habe es schon gesagt, Modell war meine Schwägerin. Sie ist sehr, sehr fotogenisch. Das habt ihr auch gesehen auf Fotos. Und die Fotos sehen jetzt gut aus. Nicht wegen mir, sondern wegen ihr. Ja, was soll ich noch sagen? Heute das Video dauert nicht so lang, weil ich habe gesehen, dass ihr habt ja keinen Bock, 10 Minuten mich anzugucken. Ist langweilig, ne? Dann macht man kurz. Dieses Plan. Für nächstes Mal muss man gucken, vielleicht wieder länger. Mal sehen. Ja, ich habe noch eine Überraschung für euch. Wer möchte Modell sein oder fotografiert sein, allein oder mit Familie, was weiß ich, nur nicht noch Nacht. Oder kann man auch machen, ist scheißegal. Wer möchte fotografiert sein, ihr könnt mir schreiben auf mein Instagram oder auf mein Facebook oder hier im YouTube. Egal wo, mein Handy gebe ich euch nicht, weil habt ihr schon bestimmt. Und ja, wer möchte fotografiert sein, schreibt ihr einfach. Ich wünsche euch eine schöne Woche noch und macht's gut!